Oderle Bastelzeit. Und heute haben wir wieder einen alten Bekannten auf dem Tisch, nämlich den hier, den DR40 von Tascam. Das ist ein Audioaufnahmegerät, das heißt, man kann Mikrofone anklemmen und das entsprechend auf einer SD-Karte dann aufzeichnen oder natürlich auch die intern benutzen. Benutze ich hier hauptsächlich für mein Headset. Einfach, dass ich nicht mit dem Kabel zur Kamera muss, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mich hier bewege und da ein Kabel an der Kamera wäre, da würde eine Menge wackeln. Muss nicht sein. Das hier hatte ich vor einiger Zeit repariert, gab es schon mal ein Video zu, hat aber immer noch so ein paar Probleme. Hauptsächlich geht es bei mir um das Problem der Stromversorgung. Ja, normalerweise betreibe ich das Ding hier so. Irgendeine Powerbank mit einem USB-Kabel hier rein. Allerdings, naja, ich hatte damals bei der Reparatur einfach irgendeine USB-Buchse, glaube ich, reingesetzt und naja, die hier ist schon wieder sehr, sehr wackelig und momentan kommt auch nicht wirklich Strom an. Das heißt, dieses Mini-USB hier ist schon mal meh. Alternativ kann man das Ding, wenn wir das mal rumdrehen, mit entsprechend 3 AA-Zellen hier betreiben. Allerdings, die frisst der auch, ich glaube, so in einer, sagen wir mal 4-5 Stunden, also so ein Aufnahmetag, je nachdem, was man macht, ist so ein Satz Batterien durch. Und ja, mit irgendwas wie Netzteilen sollte man besser gar nicht anfangen, wenn ich die anklemme. Der brummt nur noch wie sonst was, wenn ich hier einfach per USB reingehe. Gut, also irgendwas muss ich bessern. Und ja, Überraschung, was habe ich jetzt wohl vor? Ne, das Ding hier ein bisschen umbauen, die Batterien hier hinten raus und stattdessen eine Lithiumzelle irgendwie da dran oder rein. So, dass ich die einfach laden und entladen kann, wenn ich sie brauche und nicht mehr hier irgendwie mit Kabelwust dann hier den Strom organisieren muss. Das, was wir dafür natürlich machen müssen, ist hier einfach mal ein Netzteil dranhängen und mal gucken, was das Ding so an Strom verbraucht, wie das aufgebaut ist. Ich meine, wir sehen schon hier 4,5 Volt. Wenn er mit 4,2 läuft, runter bis 3 bin ich glücklich, weil dann können wir einfach direkt die Zelle da dran machen. Vielleicht haben wir ja so viel Glück, das wäre natürlich ganz praktisch und das ist mal so der jetzige Plan. Und da hatten wir gerade Battery Low und deswegen habt ihr so einen schlechten Ton. Ah, toll. Also erster Schritt, gehen wir mal gucken, ob wir irgendwie rauskriegen, wie hier diese Batteriefächer da intern verschaltet sind. Denn ja, wenn die wirklich alle hintereinander hängen, müssen wir ja Sachen haben, die auch zusammenhängen. Die schon mal definitiv nicht. Die, ja, okay. Malen uns das hier mal fleißig auf. Erste Zelle, zweite Zelle, dritte Zelle. Wir haben hier ein Plus und hier jeweils ein Plus. Und wir haben hier eine Verbindung. Okay, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Die beiden sind auch verbunden. Okay. Das kommt ja dann hin. Das heißt, wir haben im Prinzip hier Plus, System Minus. Das wären dann die für uns relevanten. So, praktischerweise habe ich das Ding ja noch lose. Das heißt, bis auf ein bisschen Tape hier sind da keine Schrauben drin, einfach weil mir damals keine mitgeliefert wurden. Ich hatte das ja defekt gekauft. Aber hey, für den Preis kann man nichts sagen. Da verzichte ich auch auf die Schrauben. Mal gucken, wenn irgendwo mal welche abfallen, dass ich vielleicht ein paar reindrehe. Aber das hier hat bis jetzt gehalten, von daher passt schon. Okay, und das bestätigt das. Wir haben nur diese beiden Terminals, die da drin sind. Dann würde ich sagen, ich suche mir mal ein Labornetzteil, hängen wir mal dran, dann machen wir so ein bisschen Messung, wie viel Strom das Ding denn so zieht. Also, gucken wir mal. Wir benötigen eine Spannung von 4,5 Volt bei einem vollen Akku. Und 500 mA, irgendwie sowas in den Dreh. An, jetzt das Wichtige ans Wichtige dran machen. Das hier ist Minus, das ist Plus. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, spricht jetzt erstmal nichts dagegen, er ist ja noch ausgeschaltet. Dann versuchen wir den mal einzuschalten hier. Ja, jetzt. So, 100 mA, 200 mA. Versuchen wir mal Phantomspeisung einzuschalten. Und da geht er aus. Ich glaube, er ist über das
Stromlimit gegangen. Probieren wir das nochmal. Also 200 mA im Schnitt. Mit ein paar Peaks hoch wahrscheinlich bis zu 500 mA. Eventuell was mehr. Können wir mal hier eine Karte reinschieben. Gucken, was er sagt, wenn er aufnimmt. Aufnahme läuft. Test, Test, Test. Ja, er geht dann schon mal so auf 300 mA hoch, wenn er gerade auf die Karte schreibt, wie es aussieht. Ja, jetzt wissen wir schon mal grob, was wir da zu erwarten haben. Gut, können wir erstmal eine Runde rechnen gehen. Wobei, machen wir noch einen anderen Test. Und zwar gucken wir mal, wie es aussieht, wenn die Spannung sinkt. Gehen wir erstmal auf 4,2 Volt. Mal gucken, was er da sagt. Okay, mit 4,2 Volt geht er einwandfrei an. Akku zeigt er jetzt mit zwei Balken. Wie weit runter können wir gehen? Ein Balken bei 3,6. Bei 3,5 fängt er an zu blinken. Schön ist das nicht. Battery Low. 3,6, immer noch Battery Low, also gehen wir nochmal hoch. 3,6 blinkt er schon. Okay, also ungefähr bei 3,6 Volt würde er ausschalten. Das ist für Native ein bisschen doof. Das heißt nämlich, dass wir eine Menge Energie verlieren, aber andererseits schont es halt auch davor, den Akku tief zu entladen. Naja, schön ist es jedenfalls nicht. Okay, ich habe dann hier mal das so grob ausgerechnet. Wir wissen, wir brauchen 4,5 Volt. Wir wissen, Minimum ist 3,6. Ich schätze, nach oben geht es so bis 5 Volt etwa. Pi mal Daumen, das klingt realistisch. Ein voller Akku wäre, glaube ich, sogar 4,8 Volt, wenn ich richtig rechne. Ich glaube, 1,6 Volt ist eine komplett volle Alkaline-Batterie. Wir wissen, dass der Strom ungefähr bei 0,3, 0,4 Ampere liegt. Machen wir mal 0,4 draus. Lieber ein bisschen mehr als weniger. Und sagen wir mal, ich habe eine Zelle mit 1700 mA. Oder machen wir 1500, haben wir eine schöne Zahl. So, jetzt habe ich hier ein Correction für 3,6 Volt. Wir wissen ja, bei 3,6 Volt schalten wir ab. Unser Akku ist normalerweise aber im Bereich von 3 Volt bis 4,2 Volt unterwegs. Wenn wir nur von 4,2 Volt bis 3,6 entladen, statt 3, dann kriegen wir ungefähr 45% raus. Da habe ich mir einfach so ein paar Entladekurven angeguckt und habe dann mal so Pi mal Daumen geschätzt. Das heißt also, von den 1500 mAh sind realistisch gesehen 675 mAh für uns nutzbar, wenn wir direkt anklemmen. Das würde dann ungefähr gut eineinhalb Stunden Laufzeit entsprechen. Das heißt, das ist das, was wir eigentlich erwarten können, wenn wir einen Akku direkt dranhängen. Es sei denn, wir gehen hin und machen einen Boost-Konverter hin, also einen Step-Up. Das heißt also, wir holen die Spannung hier, unsere 3,0 bis 4 Volt, und sagen wir mal, wir erhöhen die auf 4,5 Volt. Wenn wir das machen, haben wir natürlich Verluste. Sagen wir mal irgendwie 25% Verlust, das ist schon eher schlechter, aber hey, ich werde wahrscheinlich einfach irgendein Billigteil einsetzen. Da ist schlecht nicht unbedingt unerwartet. Aber selbst bei 75% sehen wir hier, wir haben eine höhere nutzbare Kapazität und entsprechend auch eine höhere Laufzeit. Statt 1,5 Stunden haben wir jetzt 2,5 Stunden, fast 3, die hier machbar wären. Und natürlich, wenn wir einen effizienten Regler haben, wird es natürlich deutlich besser. Das heißt also, ja, so wie zwischen 1,5 und 2 Stunden können wir eigentlich erwarten. Das ist jetzt das, was ich hier rausrechne. Und ich denke, das ist für meine Zwecke auch okay. Meistens nehme ich so 1 bis 2 Stunden auf. Danach ist ohnehin die SD-Karte von der Kamera voll, von den Kameras. Dann mache ich die eh erstmal leer, trinke mal eventuell ein bisschen. Und in der Zeit kann er natürlich auch das Ding hier aufladen. Also, ich denke, mit einer Zelle komme ich hin. Muss ich nicht irgendwie mit mehreren Zellen rumhantieren. Klingt schon mal nach einem Plan. Also, testen wir mal ein bisschen. Erstmal werde ich eine Zelle holen und die direkt dranhängen. Und zwar ist das die hier, ist eine Samsung ICR 18650 22 Berta. Einfach weil die hier da beim letzten Test mit 1770 mA rauskam. Das ist nah genug an unseren Berechnungen, die wir eben gemacht haben. Dann haben wir eine gute Vergleichsding. Darf natürlich nicht zu tief werden. Das heißt, wir holen hier unseren guten alten TP4056 mit entsprechender Protection hier hinten dran, den DW01. Das ist eigentlich ein Board zum Laden von dem Akku, aber man kann es auch problemlos verwenden, um halt eine
Entladung oder zu tiefe Entladung zumindest im Griff zu halten. Das ist nicht ideal, hier die Abschaltung, die hier drin ist. Aber wenn man den Akku zügig danach wieder auflädt, ist das okay. Das hier ist ein Modell, neueres, das hat eine USB-C-Buchse. Ich denke, USB-C hier mit dem Ding können wir drüber reden. Und was wir ebenfalls machen, das ist dann einfach mal hier so ein dran klemmen. Das ist ein MT3608. Das ist so ein Generic Step-Up Boost Converter FU. Das heißt also ein Step-Up-Modul. Denn, wie wir eben gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Effizienz von hier dem immer noch besser ist, als den Akku direkt dran zu hängen, ist doch relativ hoch. Von daher nehmen wir doch einfach den, gucken, was damit dann passiert und wie lange der dann hält. Gut. Ich mache erstmal den an den und dann gucken wir gleich immer weiter, um hier einen Testaufbau hinzukriegen. Ja, und offensichtlich habe ich ein bisschen zu viel verlangt. Ich habe die Zelle jetzt direkt hier mit einem Kondensator noch direkt am Ding hier dran. Mal gucken, wir haben eine Zellspannung von ungefähr 4,07 Volt. Ich jetzt aber hier einschalte. Ja, 3,8 Volt, 3,7 Volt. Ich meine, er geht an, ja, und ihr seht, jetzt ist er wieder ausgegangen. Also, ja, die Zelle kracht zu schnell ein. Sie hält zwar die Spannung, aber sobald ich einschalte, der Voltage Drop durch die Last zieht so weit runter, dass das Ding hier ausschaltet. So viel zum Thema, wir machen das mal ohne Step-Up. Ich hole mal eine andere Zelle, probieren wir damit nochmal. Vielleicht eine etwas frischere, die ist schon was älter. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, die Pulse, die hier der macht, sind wahrscheinlich ein bisschen zu stark. Okay, und selbst hier, ihr seht die blaue LED, das Ding ist quasi voll, 4,173 Volt, relativ stabil. Es geht jetzt gerade noch 35 mA rein in die Zelle. Also starten wir jetzt mal, wir sehen, wenn wir starten, geht es auf Rot, klar. Er schiebt nach, wir ziehen jetzt aus der Zelle, gar nichts, okay. Baba, wenn wir jetzt hier reindrücken, wir sehen, er ist jetzt rot und jetzt geht er aus. Also, ich habe die dunkle Befürchtung, die Phantomspeisung macht den zu schaffen. Schalten wir es mal aus, gucken, ob das besser hilft, weil wir haben gesehen, die Spannung ist eigentlich stabil soweit. So, jetzt ohne Phantomspeisung und er scheint anzubleiben. Wir können jetzt auch auf Rekord gehen. Also, ich gehe davon aus, der Anlaufstrom für die Phantomspeisung sorgt dafür, dass hier dann doch zu viel gezogen wird und ja, der bricht dann ein. Da können wir dann auch nicht allzu viel machen, würde ich schätzen. Außer vielleicht noch mehr Kondensatoren dazwischen hängen. Im Moment hängt hier ein, was ist das? 25 Volt, 2200 Mikrofarad. Ich glaube, viel größer wird das auch wahrscheinlich nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das dann jetzt löse. Entweder eine zweite Zelle noch parallel schalten, dass die sich den Strom teilen. Das könnte natürlich gehen. Aber eigentlich wollte ich schon mit einer, wenn es geht, auskommen. Gut, das ist eine Methode. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie hier den Strom ein bisschen besser gemonitort bekomme. Vielleicht, dass ich irgendwie die Spitze mal ein bisschen ausmessen kann. Gut, erster Versuch ist auf jeden Fall mal hier der, mal gucken, ob der das ausgleichen kann. Ich fürchte zwar nein, prinzipiell versucht er natürlich die Spannung dann auf dem eingestellten Wert, also bei mir wahrscheinlich so 4,5 Volt zu halten, aber sind wir realistisch. Ich glaube nicht, dass das bisschen mehr Spannung was ausmacht. Der wird trotzdem so weit einbrechen, dass das dann abhanden kommt. Naja gut, ich stelle den hier trotzdem ein. Gucken wir mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Okay, versuchen wir das nochmal. Wir haben jetzt hier unseren Step-Up-Konverter, der ist eingestellt auf so 4,6 Volt. Ist ein bisschen drüber, aber eine volle Alkaline 1,6 Volt, also wären wir eher bei 4,8 Volt, die hier der bei einer ganz vollen Batterie abkriegen würde. Ich denke 4,6 ist da okay. Machen wir erstmal mit dem Netzteil ein bisschen Saft drauf. Wir sehen, Spannung pegelt sich ein. 4,65, okay. Kriegen das eingeschaltet mit, kommt mit der Phantomspeisung und das sieht gut aus. 300 mA, 4,6 Volt hält und der hier scheint auch jetzt keine Abstürze zu haben.
Gut, dann probieren wir das mal mit dem Akku, der eventuell ein bisschen problematischer ist. Achso, am Ausgang hier hängt wieder der Kondensator dran, nur zur Sicherheit. Ich meine, ich habe ihn da, wieso nicht? Können wir es gleich nochmal ohne probieren. Holen wir erstmal hier die Zelle wieder her. Dann nehmen wir mal den hier ab. Sehen, die Spannung sinkt entsprechend. Wenn ich hier natürlich probiere einzuschalten, auch schneller. Und wir haben Plus und Minus. Dann halten wir uns einfach mal hier dran und gucken, was passiert. Okay, 4,6 Volt haben wir schon mal. Schalten wir mal ein. Mal gucken, ob es diesmal hält. Okay, er hält die Spannung noch. Und wie sieht es aus, wenn wir die Phantomspeisung anschalten? Sehr schön. Funktioniert. Okay, der Step-Up rettet es jetzt. Hoffe ich zumindest. Ich muss mal gucken, wie das dann aussieht mit den Störgeräuschen. Momentan, wenn wir hier leise sind, denke, man kann es ein bisschen erkennen. Da ist quasi nichts an Ausschlag. Wir haben ein bisschen was, aber gut, hier laufen auch Lüfter im Hintergrund. Also, das sieht erstmal ganz gut aus. Gut, ich baue jetzt mal hier meinen kompletten Messaufbau mit der Zelle wieder zusammen und dann gucken wir mal weiter. Okay, so, wir haben also hier unsere USB, unser Protection Board. Von da aus geht minus Batterie auf minus Batterie, plus der Batterie einmal hier über ein Kabel hier drauf. Da habe ich schon einen Ampermeter und so dazwischen, dass ich hier genau monitoren kann, was die Zelle so anstellt. Der Ausgang dann entsprechend direkt auf den Elko, wie eben auch. Das heißt, wenn ich jetzt anklemme, müsste der hier auch ein bisschen mehr rot springen wahrscheinlich, weil er dann den Akku lädt und tut er. In jedem Fall haben wir unsere 4,65 Volt am Ausgang. Das heißt, das sieht alles ganz gut aus. Was sagt ihr? Die Spannung hier unten. Akku ist bei 4,108 Volt. Okay. Okay, Chaos Intensifies und ich glaube, wir haben einen klassischen Fall von wer misst, misst, misst. Denn aktuell hängt das Ding hier direkt an meinem Netzteil dran und es geht trotzdem regelmäßig aus. Also ich kann es starten, aber er geht, sobald er versucht, die Phantomspeisung einzuschalten, komplett aus. Und ich sehe auf dem Oszilloskop, das hängt auch noch mit dran, dass die Spannung auch einbricht. Also ja, ich glaube, wir haben da ein Problem. Und ich glaube nicht, dass es mein Netzteil ist, denn das sollte eigentlich die Spannung hinkriegen oder den Strom, der da nötig ist. Heißt, ich habe das doofe Gefühl, dass irgendwelche von meinen Messkabeln hier einen zu hohen Widerstand haben und das die Ursache ist. Das heißt, ich werde jetzt einmal hier das Ding komplett sauber machen hier und das dann mit ein bisschen dickeren Kabel nochmal direkt aufbauen. Dann messen wir das Ganze nochmal und gucken mal, ob es dann funktioniert mit etwas Glück. Ist es ja tatsächlich so, dass wirklich nur irgendein Messkabel hier da Unfug baut. Netzteil läuft er jetzt stabil, im Schnitt mit so 214 mA. Wenn ich hier ein bisschen drücke, dann ist es ein bisschen mehr, 223, also so um die 225 mA haben wir. Standardmäßig werden wir nichts tun. Aber, naja, beim Einschalten haben wir diese wunderschönen Spitzen hier. Ja, wenn wir da mal etwas näher rangehen, dann sehen wir da, da haben wir einen Peak von fast 600 mA, die da durchgehen. Ist dann nur für einen kurzen Moment, also nach, ja, sagen wir mal 2,5 bis 5 Millisekunden hat sich das soweit ausgeglichen. Aber ich denke, da müssen wir nicht groß drüber reden, dass das natürlich dann auch ein Problem ist und dazu führen kann, dass das nicht sauber funktioniert. Insbesondere da diese wunderschönen Billigkabel, die ich hier benutzt habe, die sind gut für kleinere Ströme, aber naja, die haben so pro Stück etwa ein Ohm. Und ich habe ein paar davon benutzt, ergo, es hat sich ein bisschen geläppert. Und daher kam dann wahrscheinlich so viel Voltage Drop, dass der nicht hinterherkommt. Also fehlt nur noch eins. Jetzt muss es noch mit einem Akku laufen. Okay, Spannung passt, Strom passt. Können wir schon einschalten? Ja, sieht gut aus. Wenn ich drücke, geht der Strom hoch. Dann fahre ich mal mein Monitoring an und dann gucken wir mal, ob wir es ankriegen.
So, und hier haben wir das Ganze, wie ich das getestet habe. Wir haben in Gelb die Spannung vom Akku, in Grün haben wir dann entsprechend den Strom und wir haben ungefähr das, was wir erwarten. Hier vorne habe ich gestartet, der Akku war bei 4,09 Volt, wie wir sehen können. Habe dann erstmal das Ladegerät dran gehangen, einfach um den nochmal ein bisschen hochzudrücken auf 4,12, 4,13 Volt. Dann so bei 14 mA ausgesteckt und wir sehen jetzt hier, er legt jetzt los bei 4 Volt. Bis dahin ist er ungefähr runtergegangen durch die Last und einen Strom von 280 mA. Das Ganze ging dann hier hinten entsprechend hoch. Die Spannung vom Akku sinkt natürlich mit dem sinkenden Ladestand. Der Strom steigt natürlich, weil die Leistung bleibt ja gleich. Und wenn wir hier drauf gucken, in Gelb haben wir wunderschön so eine Entladekurve von einem Lithium-Akku. Wir sehen hier hinten, da fällt es dann rapide ab. Bis runter auf, was ist das, 2,6 Volt um den Dreh. Also 2,5 ist offiziell. Und wir sehen aber auch, sobald die Last wegkommt, recovert der Akku wieder hoch bis hier 3,6, 3,7 Volt. Also das sollte keine Langzeitschäden machen. Das heißt also, die Abschaltung von diesem Modul, was ich habe, von dem Ladeding mit dem DW01, sollte ausreichen. So, wenn wir uns jetzt das hier mal angucken von Start. Start war ungefähr so um 20.05 Uhr rum. Stopp war hier hinten um 22.17 Uhr. Also Pi mal Daumen, 2 Stunden kriege ich hier mit diesem Akku, der offiziell laut letzter Messung 1700 mAh waren es, glaube ich, hatte. Dann am Ende hin. Ich denke, das ist schon eine relativ gute Sache. Damit kann ich eigentlich leben. 2 Stunden Aufnahme, das müsste für unterwegs auch mal reichen. Ich kann natürlich jederzeit den Akku einfach wechseln oder einen zweiten noch parallel schalten und so das dann verdoppeln quasi. Aber am Ende sind halt Sachen, die ich unterwegs aufnehme, auch eher selten und 2 Stunden am Stück. Naja, da ist meine SD-Karte von der Kamera ohnehin ein paar Mal voll. Okay, Konzept scheint zu funktionieren. Also packen wir den ganzen Kram mal, machen das irgendwie in schön und gucken, ob wir das irgendwie so fest bekommen, dass das nicht ganz so schlimm aussieht. Gut, was das Verpacken angeht, den Step-Up, den werde ich unten ins Batteriefach reinlegen. Die 18650 kriege ich aber nicht da rein und der TP4056, den möchte ich gerne extern zum Laden haben. Also, ich habe erstmal einen neuen Deckel für das Batteriefach mir gerade zusammengebaut. Das ist nicht ideal. Ein paar Sachen sind da noch nicht so wirklich, wie es sein sollte. Zum Beispiel hier, die funktionieren nicht so wirklich, diese Pins. Und auch die Längen und so. Ich bin halt kein Designer, aber im Prinzip ist es eine Replik vom Original-Batteriefach mit einem großen Loch, wo Kabel durch können, ein paar kleinere für ein paar Schrauben. Und da muss dann natürlich etwas drauf. Das erste ist den 18650-Halter hier hinten. Den setze ich einfach so einen klassischen hier hin. Der hat hier unten ein Loch unten drin, wo wir dann rein können. Lass mal gerade gucken. Da können wir das auch besser sehen. Dieses eine Loch kommt dann hier durch. Das ist nicht ideal, weil der kann sich im Prinzip so drehen, aber das Ding hat halt nur ein Loch unten drin. Müssen wir wohl mit klarkommen. Im Zweifelsfall ein bisschen Heißkleber drunter, dann passt das schon. Damit ist dann schon mal klar, wo wir hier unsere 18650 hinmachen können, nämlich da. Modell im Übrigen von Nur Sultan Ozbekov, hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche. Fehlt da noch eins, und zwar unser TP4056. Den müssen wir auch noch runterbringen. Den würde ich hier vorne hin machen. Dann guckt er sowohl wie das hier nach links aus dem Batteriefach raus. Das ist ganz gut, weil das ist auch die Seite, wo sonst immer das USB-Kabel rausgeguckt hat. Von daher bin ich das gewohnt. Das Modell hier im Übrigen von Tang Lu. Alles unten verlinkt. Und das hier mal gucken, vielleicht mit ein bisschen doppelseitigem Klebeband, aber das passt auch noch nicht so 100%. Im Übrigen hier oben den Bereich, den habe ich extra freigelassen, weil hier kurz über dem Batteriefach, da sitzt unsere Schraubstelle fürs Stativ und da brauche ich so ein bisschen Platz für meine Schraube, deswegen ist der ein bisschen weiter runter und der hier guckt dann entsprechend ein bisschen über, was aber kein Problem ist, da ist ja auch noch Gerät, von daher ist das egal, wenn es außerhalb vom Batteriefach ist. Was ich dann noch gemacht habe, ist mir hier so einen Deckel für da drauf gebaut. Der wird hier mit 2 Schrauben festgemacht. Jedenfalls ist das der Plan. Hier vorne guckt die USB-C-Buchse raus. Wir sehen hier noch so eine kleine Rundung. Da kommt am Ende hier das Kabel vom Akku, von diesem Akkuhalter durch. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Und wenn wir uns den mal von unten betrachten, machen wir mal das Batteriefach weg und den hier weg. Dann sehen wir, wir haben einmal hier die Aussparung für die USB-C-Buchse.
haben hier hinten entsprechend die Aussparung auch über der Stelle, wo die Kabel hochkommen, haben hier aber diese Ecke drin. Und wenn ihr jetzt mal auf die Ecke achtet, die korreliert so ein bisschen hier mit dem vom Akkuhalter. Das heißt also, ich kann den auch nicht nach hinten einfach durchschieben. Das gibt nochmal ein bisschen Stabilität, wenn wir da den USB-Stecker einfügen. So, Theorie ist schön. In der Praxis wird wahrscheinlich die Hälfte nicht funktionieren, aber mit etwas Glück geht es zumindest ein bisschen. Und das sieht doch soweit ganz gut aus. Wie ihr seht, das Ding ist an, wir haben keine Kabel dran und auf der Rückseite halt aktuell so die Zelle. Und ich kann halt jederzeit jetzt hier auch im Betrieb mein Kabel dran stecken und dann da quasi unlimited Aufnahme machen. Was man natürlich im Hinterkopf behalten muss, das Soundzeugs hier, das ist immer sehr anfällig. Das heißt hier so, mit dem Step-Up, der hier drin ist, der ist auf einer relativ hohen Frequenz. Das geht, wenn ich hier still bin. Da sind kaum Störgeräusche im Hintergrund zu hören. Klar, ein paar Lüfter, die hier rumlaufen. Aber es sieht relativ gut aus. Wenn ich aber hingehe und hier ein Netzteil, ein externes, anstecke, was nicht so berauschend isoliert ist, dann, ja, Ground Loops, ahoi. Naja. Da kann man mit Sicherheit auch was gegen tun. Ausstecken ist eine ganz gute Sache. Man könnte aber auch irgendwie mit DC-DC-isolierten Wandlern arbeiten oder sowas. Mal gucken, was ich da draus mache. Ich denke, ich lasse es erstmal hier so. Das ist für mich erstmal ausreichend. 2 Stunden nehme ich selten am Stück auf. Und wenn nicht, hey, andere Zelle rein und gut ist. So oder so. Ich kann jetzt hier meine Aufnahmen machen, ohne dass ich die ganze Zeit in Gefahr laufe, dass mir das Kabel rausrutscht, mittendrin die Aufnahme ausgeht und ja, kann jederzeit wieder aufladen, muss nicht die ganze Zeit Batterien nachschieben. Oder kurz gesagt, das Ding hier tut jetzt, was es soll.